Ich bin Imke. Wir stehen hier in unserer Mensa in der Oberschule Obleng in Ostfriesland. Ich bin Ilka und unsere Themen heute sind 4 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Und die sind Wasser- und Sanitäranlagen, der Klimawandel, Bewahrung und nachhaltige Nutzung der Ozeane und Landökosysteme schützen. Ich bin Christina und unsere Gäste zu den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen sind Susanne Grube vom BUND Ammerland, Janan Barski von dem Verband der Entwicklungspolitik Niedersachsen, Jan Hillands von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen und Heinz Trauernicht, dem Bürgermeister der Gemeinde Obleng. Hey Ilka, weißt du eventuell auch, ob die Insekten auch unter dem Klimawandel leiden? Eigentlich habe ich da gar keine Ahnung von. Und was sollen wir jetzt machen? Wir können das ja nicht selber beantworten. Vielleicht laden wir einfach jemanden ein, die sich damit auskennt. Weißt du, wer sich damit auskennt? Ja, tatsächlich, und zwar Susanne Grube. Wenn sie jetzt hier wäre, könnte sie uns das ganz einfach erklären. Da hast du aber Glück, die ist nämlich heute da. Und damit einen herzlichen Applaus für Susanne Grube. Es heißt ja immer Klimawandel. Sehen Sie es auch als Klimawandel oder Klimakrise? Weil mittlerweile ist es ja auch schon stärker. Also Klimawandel oder Wandel an sich klingt ja sehr niedlich. Und das, was uns erwartet oder vor allen Dingen euch, junge Menschen, erwartet, ist nicht niedlich. Ich weiß nicht, vom Pariser Abkommen habt ihr sicher schon gehört, dass wir versuchen wollen oder die Weltengemeinschaft hat da beschlossen, das Klima auf 1,5 Grad zu halten. Und ich glaube, wir müssen uns mal angucken, was das bedeutet. 1,5 Grad heißt, dass wir versuchen, die Folgen des der Klimakrise bewältigbar zu halten. Und bewältigbar heißt, dass nur ein kleiner Teil der erwerbsfähigen Bevölkerung den Hitzetod erleidet. Bewältigbar heißt, dass wir mit dem Meeresspiegelanstieg die Deiche noch rechtzeitig erhöhen können, zumindest die Länder, die Geld dazu haben, und bewältigbar heißt, dass die Vegetationszonen sich nur so langsam verschieben, dass die Menschen auch davor weglaufen können. Wir sind aber im Moment gerade in einer Welt, die in Richtung 4 oder 5 Grad Erwärmung geht bis zum Ende des Jahrhunderts. Dann haben wir hier eine vollkommen andere Welt. Ihr werdet eine vollkommen andere Welt erleben. Also insofern, wir sind in einer Klimakrise, aber wir brauchen den Wandel. Wir brauchen den kulturellen Wandel weg von dem exzessiven Konsum hin zu einem besonnenen Konsum, zu mehr Lebensqualität, zur Energiewende und zur Verkehrswende. Wenn wir den Wandel, jetzt haben wir die Chance, den Wandel noch zu gestalten. Und wenn wir das nicht tun, dann müssen wir ihn erleiden. Wie wirkt sich der Klimawandel auf Tiere und Pflanzen in Ostfriesland aus? Der Klimawandel führt ja dazu, dass die Sommer zum Beispiel trockener werden, die Winter wärmer werden, der Niederschlag im Winter fällt, also zu einer Zeit, wo die Vegetation ihn überhaupt nicht aufnehmen kann. Was auf jeden Fall passieren wird, ist, dass zum Beispiel die Moore oder Moorböden austrocknen und damit noch mehr CO2 in die Luft emittiert wird. Es führt jetzt schon dazu, dass Vögel, die früher weggezogen sind, hier bleiben, Kraniche, Gänse. Das Problem gibt es ja auch gerade in Ostfriesland mit den Gänsen auf den landwirtschaftlichen Flächen. Es führt aber auch dazu, dass die Blüte, zum Beispiel die Obstblüte, inzwischen schon seit den letzten 60 Jahren um 2 bis 3 Wochen früher anfängt. Die Spätfröste aber immer noch kommen, das heißt die Ernte, die Obsternte ist gefährdet und das heißt auch, und das betrifft dann vor allen Dingen auch die Tiere, dass die Blüte früher anfängt, aber die Vögel zum Beispiel immer noch später kommen. Das heißt, das Blühen der Pflanzen ist ja auch abgestimmt auf die Insekten und die Entwicklung der Insekten, der Raupen. Und wenn die Vögel hierher kommen und ihre Jungen großziehen, brauchen sie die Raupen. Und wenn die nicht mehr zu dem Zeitpunkt da sind, wo die Jungen brüten, dann haben die Vögel ein Problem. Das heißt, die Jungen verhungern dann einfach.
Ja. Welche Auswirkungen hat es denn jetzt genau, wenn immer weniger Insekten hier bei uns leben? Denn dann haben ja zum Beispiel, wie gesagt, Vögel weniger zu fressen. Also das größte Problem wird die Landwirtschaft haben, weil die Bestäubungsleistung der Insekten ist enorm. Man rechnet in Deutschland jährlich mit einem Nutzen von ungefähr 2 Milliarden Euro, in Europa 22 Milliarden Euro und weltweit 600 Milliarden Euro. Nur das, was die Insekten an Bestäubungsleistung bringen, das können wir überhaupt gar nicht ersetzen. Das ist ein Punkt. Also die Bestäubungsleistung selbst, dann kannst du noch mal die Frage stellen? Welche Auswirkungen hat es, wenn immer weniger Insekten hier bei uns leben? Denn dann haben ja zum Beispiel Vögel weniger zu fressen. Genau, das passiert jetzt schon, das hatte ich eben schon erzählt. Man muss dabei bedenken, dass zum Beispiel Körnerfresser wie der Fasan in der Jugendphase, also wenn die Jungen ernähren, eben auch Eiweiß braucht und Maden braucht. Und wenn wir die Insekten und die Entwicklungsstadien der Insekten nicht mehr haben, dann verhungern eben auch diese Vögel. Und was sollten wir jetzt Ihrer Meinung nach tun, damit die Insekten nicht mehr so schnell aussterben? Da muss man sich mal angucken, was Insekten brauchen. Also Insekten brauchen Nektar und Pollen. Einmal für ihre eigene Energie. Die haben ja einen sehr hohen Energieumsatz, wenn sie fliegen. Aber sie brauchen das natürlich auch zur Ernährung ihrer Jungen. Nehmen wir mal das Beispiel Grünland. In den letzten 20, 30 Jahren haben wir erstens einen sehr hohen Grünlandverlust. Und das Grünland, was noch da ist, hat keine Blütenpflanzen mehr. Diese Insekten brauchen aber nach 100 bis 200, 300 Meter neuen Treibstoff, also sprich Nektar oder Pollen. Wenn wir nun diese Flächen haben, die auf der Fläche selber überhaupt gar keine Blütenpflanzen mehr haben, dann verhungern die einfach in diesem Grünland, was nur noch grün ist und nicht mehr bunt, weil die Blütenpflanzen fehlen. Das ist ein Beispiel. Das heißt, wir bräuchten eigentlich eine komplette Vernetzung der Flächen, wenn wir weiter so wirtschaften wollen, eine komplette Vernetzung der Flächen, zum Beispiel entlang von Wegen, entlang von Gewässern, damit im Grunde jede Fläche eingerahmt ist, vielleicht mit einem 1 Meter breiten Streifen, auf dem Blütenpflanzen zu finden sind. Das wäre ein Punkt. Man kann Nistmöglichkeiten bieten. Man kann zum Beispiel auch Nistmöglichkeiten bieten, indem man nicht alles immer kurz und klein mäht, auch in Privatgärten übrigens. Also, sondern indem man einfach auch Bereiche stehen lässt, mal ein bisschen wild lässt. Brennnessel ist eine wunderbare Futterpflanze für den kleinen Fuchs. Oder zum Beispiel der Aurora-Falter, dessen Larve ernährt sich nur von Wiesenschaumkraut. Wenn also das Wiesenschaumkraut von unseren Wiesen verschwindet, dann verschwindet auch der Aurora-Falter. Also einfach mehr Vielfalt zulassen und ein bisschen mehr Unordnung zulassen. Ich glaube, dann kommen wir schon in die richtige Richtung. Liebe Susanne Grube, wir bedanken uns ganz herzlich, dass Sie heute hier waren und uns über die Folgen des Klimawandels bei den Insekten aufgeklärt haben. Ja, gerne. Apropos Insekten, Ilka, wir Schüler haben ein Insektenhotel an der Schule gebaut und das für euch mitgefilmt. Viel Spaß. Moin, ich bin Jost. Und ich bin Michael. Wir sind hier in der Oberschule Obleng und wir bauen ein Insektenhotel. Und hinter uns sieht man eins der zwei Insektenhotels unserer Schule. Hier sind leider keine natürlichen Materialien und es ist einfach zu viel Platz gespart worden. Deshalb kommen hier keine Insekten her und es ist nicht bewohnbar. Und warum ist das Insektenhotel nicht bewohnbar? Michael, hast du eine Idee? Höchstwahrscheinlich wegen diesen Steinen. Das sind keine natürlichen Rohstoffe und da leben Insekten nicht so gerne drin. Und dieser Platz hier, hier ist überall viel zu viel Platz. Und wie kann man es besser machen? Also man könnte es aus Holz bauen. Das ist ein natürlicher Rohstoff und der ist ziemlich gut. Also meinst du, dass Insekten jetzt bei Holz viel mehr angelockt werden? Ja, also dann werden hier auf jeden Fall viel mehr Insekten sein. Okay, cool. Dann lass uns doch einfach loslegen. So, jetzt sind wir hinter der Schule gelandet und hier haben wir Bäume gefällt. Und hier arbeiten Imke und Christina an einem Werkstück für das Insektenhotel. Und Christina, weißt du, warum du dieses Werkstück sägst? Ja, wir sägen hier Holz, damit wir ein neues Insektenhotel bauen können, um die Umwelt und die Insekten nochmal zu schützen und damit wir hier ein artgerechtes Insektenhotel an der Schule haben.
Ja, wir haben hier ein paar zersägte Holzstücke. Und was machen wir jetzt mit denen? Also jetzt werden die in den Technikraum getan und da machen wir dann ein paar Bohrlöcher rein. Okay, und wie bohren wir diese? Wir bohren die quer zum zur Wuchsrichtung, damit sie Bienen und andere Insekten die Flügel nicht zerreißen können. Okay, und wofür sind sie? Damit die Bienen da drin leben können. Und warum wurden die Holzstücke genau in dieser Länge ausgeschnitten? Damit die perfekt in das Insektenhotel reinpassen. Dann gehen wir jetzt mal in den Werkraum. Ja, wir bohren hier gerade die Löcher. Und wie groß müssen die Löcher gebohrt werden und warum? Also die Löcher müssen bis 8 mm und man sollte auch nicht ganz durchbohren. Und warum wir die Löcher bohren, ist, damit die Insekten da rein können und sich da einnisten können. Und welche Tiere würden in diesem Holz leben? Also von Biene zur Fliege ist alles mit dabei. Ja, hier haben wir jetzt nur ein paar gleichgebohrte Löcher, aber wir benutzen verschiedene Maße, damit sich jedes verschieden große Insekt wohlfühlt. Und jetzt sehen wir uns wieder auf der Bühne. Danke Michael und Jos und allen anderen, die mitgearbeitet haben. Ich finde, wir sollten viel mehr solcher Insektenhotels bauen. Und jetzt begrüßen wir ganz herzlich die Schülerband. Hallo. Hallo. Wir sind die Schülerband und wir haben für euch einen Song geschrieben, den wir euch jetzt präsentieren wollen. Viel Spaß.
Das war die Schülerband unter der Leitung von Frau Koop. Vielen Dank. Die Schülerband war wirklich gut. Kommen wir zum nächsten Thema. Das nächste Thema ist das SDG 14. Imke, kannst du uns kurz erklären, was man unter dem SDG 14 versteht? Klar, kurz gesagt geht es um das Leben unter Wasser. Dafür bitten wir Janan Baske auf die Bühne. Janan, kannst du uns vielleicht auch noch mal ganz genau erklären, was jetzt alles unter das SDG 14 fällt? Ja, es geht vor allen Dingen im SDG 14 darum, Ozeane, Meere und Meeresressourcen zu erhalten und nachhaltig zu nutzen. Welche Bedrohungen gibt es denn für das Meer und die Fische? Ja, also es gibt das Problem der Überfischung. Das heißt, die Lebensgrundlage und das Einkommen von vielen Menschen ist dadurch bedroht. 58 Millionen Menschen leben von der Fischerei, und zwar vor allen Dingen von der, also das sind kleine Fischer. Das Problem der des Schleppnetzfischfangs, das geht vor allen Dingen von der konventionellen und industriellen Fischerei aus. Das zerstört den Meeresboden und die Artenvielfalt auf dem Boden. Es gibt das große Problem der Müllentsorgung. Ganz viel Müll landet über die Flüsse und auch direkt im Meer. Wenn der Temperaturanstieg dafür sorgt, dass die Pole abschmelzen, dann steigt der Meeresspiegel und der Golfstrom, die Temperatur des Golfstroms verändert sich und der verändert auch seine Dynamik dadurch. Das bringt dann für die Ökosysteme vor allen Dingen eine Veränderung. Es gibt Lärm und Verschmutzung zunehmend durch Containerschiffe und auch die großen Kreuzfahrtschiffe, die sich auf dem Meer bewegen. Und natürlich der Abbau von Rohstoffen vom Meeresboden, Sand, Kies, aber auch Metalle und Erdöl, das was vom Boden abkommt. Aus dem Meeresboden sozusagen gefördert wird, das zerstört dort Boden und auch die Lebenswelt der Tiere, die dort leben. Wir wollen ja auch noch ein Spiel spielen. Kannst du uns das eventuell mal erklären? Ja, bei dem Spiel werden wir gleich drei Boote aufs Meer schicken, die aus dem gleichen Fischbestand fischen. Wir haben da für dieses Spiel 1000 Tonnen Fisch, die lebendig herumschwimmen. Und die drei Boote werden jeweils in einer Fischsaison fischen. Sie dürfen dabei nur 15% des Bestandes fischen, damit sich der auch wieder erholt. Der erholt sich von Jahr zu Jahr oder von Saison zu Saison um 30%. Und genau, wir werden mal gucken, wie gut das klappt, dass da möglichst lange von dem Fisch, dass möglichst lange Fisch gefangen werden kann. Ja, wollt ihr auf die Bühne kommen? Okay, ich sage schon mal vielen Dank. Ich komme später nochmal zurück und gucke, wie das Spiel dann läuft. Und dann, ja, alles klar. Christina wird uns jetzt das SDG 6 vorstellen. Ja, Imke, also im SDG 6 geht es um sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen. Dafür sehen wir jetzt einen Beitrag von Schülern des 11. Jahrgangs vom Gymnasium Eversen in Oldenburg, die sich mit einer Aktivistin von Viva Con Aqua getroffen haben. Viva Con Aqua ist ein Netzwerk von Menschen und Organisationen, die sich weltweit dafür einsetzen, den menschenwürdigen Zugang zu sauberem Trinkwasser zu bekommen. Viel Spaß! Buenos dias und moin moin. Panna, wusstest du eigentlich, dass ein Kilo Rind 15.000 Liter Wasser verbraucht? 15.000 Liter? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Na, dann haben wir Glück, dass heute Jenny Buchwald von Viva Con Agua aus Hamburg hier ist. Sie ist eine Expertin bei dem Thema Wasser und insbesondere dem virtuellen Wasser. Was ist eigentlich virtuelles Wasser? Also virtuelles Wasser ist sozusagen das Wasser, was ein Produkt benötigt für die Herstellung. Also alles Wasser, was man dafür einrechnen muss. Zum Beispiel hatten wir ja gerade das Rind. Das Rind muss natürlich Wasser trinken, aber tatsächlich frisst es ja auch Futter. Dieses Futter muss auch wiederum, wird Wasser benötigt, um es herzustellen. Dann wird zum Beispiel, nachdem die Fleischherstellung vollbracht ist, wird es noch eingepackt. Also das heißt, alles rund um dieses Stück Fleisch, dieses Kilogramm Fleisch,
was da an Wasser benötigt wird, das ist das virtuelle Wasser. Und das sind tatsächlich 15.500 Liter, also über 100 Badewannen voll mit Wasser, die dafür verwendet werden. Also 15.500 Liter für ein Kilogramm Rindfleisch. Hättest du noch irgendwie ein Beispiel für sowas? Ja, genau. Also man könnte zum Beispiel auch den Käse nehmen. Käse braucht so 5.000 Liter virtuelles Wasser. Alles, was eigentlich an tierischen Produkten hergestellt wird, braucht natürlich deutlich mehr Wasser als andere Produkte wie zum Beispiel Orangen oder Tomaten. Ja, alle Fleischwaren und alle tierischen Produkte haben ja jetzt einen sehr hohen virtuellen Wasserverbrauch. Wie kann ich denn darauf achten, den virtuellen Wasserverbrauch so gering wie möglich zu halten? Das ist eine gute Frage. Man kann virtuelles Wasser natürlich nicht vermeiden, weil jedes Produkt, was wir im Alltag verwenden, virtuelles Wasser benötigt. Man kann natürlich versuchen, dass man weniger tierische Produkte zu sich nimmt, dass man jetzt nicht jeden Tag Fleisch isst, aber man muss auch nicht komplett darauf verzichten. Vielleicht kann man auch an andere Dinge denken, zum Beispiel nicht jedes halbe Jahr ein neues Handy sich zu kaufen, weil zum Beispiel auch sowas wie ein Handy natürlich virtuelles Wasser verbraucht. Also einfach mehr darauf zu achten, mit was für Produkten umgebe ich mich, woher kommen die und wie viel Wasser haben die verbraucht. Vielen ist jetzt zum Beispiel nicht so klar, wie dieses Beispiel Handy, was wir gerade hatten, eigentlich, was das mit virtuellem Wasser zu tun hat. Aber jedes Produkt braucht Wasser für die Herstellung im Produktionsprozess. Wichtiger als darauf zu achten, wie viel Wasser das ist, ist es, auf die Art des virtuellen Wassers zu schauen. Da gibt es einmal das grüne Wasser, das heißt das Wasser, was wir eigentlich nehmen können vom Regen, wenn es sowieso regnet, was sozusagen vorhanden ist, um Pflanzen zu bewässern. Dann gibt es das blaue Wasser, das muss extra entnommen werden, beispielsweise aus Seen, Grundwasser oder ähnliches. Und dann gibt es noch das graue Wasser. Das ist das Wasser, was weiter verdünnt wird, was aber auch sozusagen voller Düngungsmittel ist, was eher ein ungünstiges Wasser ist. Also da so auf die einzelnen Arten von virtuellem Wasser zu schauen, macht dann viel mehr Sinn als auf den gesamten virtuellen Wasserverbrauch. Ja, Jenny, wirklich vielen, vielen Dank für deine ganzen tollen Informationen. Ich glaube, uns allen war gar nicht so klar, was wir im alltäglichen Leben für einen hohen Wasserverbrauch haben. Ob es dann beim Telefonieren ist oder wirklich mal beim Fleischkonsum. Vielen Dank für diesen informationsreichen Beitrag aus dem Gymnasium E-Westen. Ich wusste gar nicht, dass man so viel Wasser verbraucht. Apropos Wasser, wie läuft denn überhaupt das Überfischungsspiel, Janan? Ich kann ja kurz, wenn wir hier auf diese Tafel schauen, ich weiß nicht, wie viele, ich hoffe, ihr könnt das ungefähr erkennen. Also wir haben jetzt in der ersten Runde, haben alle drei Boote gesagt, wir müssen von diesem Fischfang leben. Wir nehmen 15% des Bestandes raus, so viel dürfen wir rausnehmen und das nutzen wir aus. Wir haben dann gesehen, dass der Bestand am Ende der Saison um fast die Hälfte geschrumpft ist. Und dank der Natur, die sich reproduziert, haben wir nochmal 30% in der nächsten Saison wieder dazu bekommen und starten jetzt mit 715 Tonnen Fisch. Jetzt habe ich gerade die Ergebnisse eingeholt oder die Planung, wie viel die Fische wieder, wie die Fischerboote wieder rausfischen wollen. Und das werde ich jetzt hier eintragen und sichtbar machen. Ja, okay. Habt ihr eine bestimmte Taktik, die ihr befolgt? Also wir wollen halt neutral fischen. Also wir wollen zwar Geld verdienen, aber auch an die Umwelt denken und einfach neutral bleiben. Ja, okay. Ich wünsche euch sehr viel Spaß dabei und sehr viel Glück. Jetzt kommen wir auch schon zu unserem nächsten Musikstück, und zwar der WPK-Musik des 5. Jahrgangs mit dem Lied Weihnachtsmann und KKG. Streifen wäre mir recht entspannt.
Das war der 5. Jahrgang unter der Leitung von Herr von Lien. Vielen Dank. Kommen wir dann direkt auch schon zu unserem nächsten Thema, und zwar SDG 15, Landökosysteme schützen. Dafür bitten wir einmal Jan Hillands auf die Bühne. Hallo Herr Hillands, wie geht nachhaltige Unternehmensentwicklung bei sich ständig ändernden Rahmenbedingungen, sprich dem Klimawandel? Ja, nachhaltige Bewirtschaftung ist in der Landwirtschaft natürlich besonders wichtig. Nachhaltig heißt ja eben ja dauerhaft, dass wir es so betreiben können. Und das Allerwichtigste dabei ist natürlich unser Boden. Ohne Boden können wir keine Landwirtschaft betreiben. Und da ist es natürlich wichtig, dass die Bodenfruchtbarkeit erhalten bleibt. Und das passiert beispielsweise durch Zwischenfruchtanbau immer mehr, damit, wenn wir Trockenphasen haben, der Boden nicht weggeweht wird. Manchmal sieht man das, dass sich der Boden bewegt. Das ist schlecht für die Landwirtschaft, schlecht für den Boden. Oder auch, wenn wir zu viel Regen haben, dass der Boden abgeschwemmt wird. Und da müssen wir aufpassen und da passiert auch viel, dass wir hier unterwegs sind. Wichtiger Punkt ist natürlich noch der Flächenverlust. Da denke ich, ist auch die Gesellschaft gefragt, dass wir, was Versiegelung der Flächen angehen, geht, dass wir da nicht zu viele Baugebiete ausweiten, zu viele Straßenbauten, weil dadurch eben auch der Lebensraum verloren geht, ja auch für die Insekten, für die Tiere. Und das betrifft die Landwirtschaft gleichermaßen. Achso, und wichtig natürlich auch, die dritte Säule, die wirtschaftliche Grundlage der Betriebe muss natürlich auch gegeben sein. Wir können nur nachhaltig wirtschaften, auf Dauer wirtschaften, wenn die Betriebe das Geld damit verdienen, was man eben braucht. Wie verändert sich das Grünland in der Zeit des Klimawandels? Ja, wir haben jetzt ja schon viel über den Klimawandel gehört. Einmal wird es trockener in den Sommermonaten und das hat man die letzten beiden Jahre ja auch gesehen. Wer hier durch die Gegend gefahren ist, die Grünländer sind häufig braun und nicht mehr grün. Die Kühe finden nicht mehr ihr Futter, was sie eigentlich brauchen. Das ist ein ganz, ganz großes Problem, dass in Zeiten der Trockenheit kein Aufwuchs mehr da ist. Dadurch kann da auch kein Kohlenstoff gespeichert werden. Wir haben kein Wachstum mehr und ist ja auch in Hinsicht auf Klimawandel dann schwierig, weil eben kein Kohlenstoff mehr gebunden wird durch Photosynthese. Und zum anderen wird das Grünland immer nasser in den Wintermonaten. Das heißt, die Tiere können nicht mehr auf die Weide. Wir können nicht mehr so oft das Grünland nutzen, wenn wir zu viel Regen bekommen. Das heißt, wir haben es immer extremer, einmal zu trocken, einmal zu nass. Und dadurch verändert sich auch die Zusammensetzung. Das heißt, wir haben immer mehr Arten, beispielsweise Disteln, die bei Trockenheit gut zurechtkommen, die sich dann auf dem Grünland hier ausbreiten. Das Nachhaltigkeitsziel 15 umfasst das schon bis 2020 bedrohte Arten geschützt werden und ihr Aussterben verhindert. Das ist ja schon sehr bald. Wie stellen Sie sich das vor? Ja. Da denke ich, passiert schon einiges. Wir sehen das jetzt zusehends, dass einmal Flächen angelegt werden, die abgesät werden mit blühenden Mischungen. Das heißt, da wird was getan, dass die Insekten Nahrungsmittel finden. Wir hatten das schon gehört. Der Wunsch ist natürlich, dass das etwas zusammenhängender noch passiert. Aber da ist man auf einem guten Wege, dass die Landwirtschaft Flächen bereitstellt, die hier für Insekten dienen. Und zum anderen werden viele Randstreifen angelegt. Das heißt, Abstände zu Gewässern, die eingehalten werden. Auch da passiert schon einiges für den Insekten- und für den Artenschutz. Das sind so wichtige Punkte, wo die Landwirtschaft schon Beiträge leistet, wo wir aber sicherlich noch nicht am Ende dessen sind, was man zusammen bewirken kann. Und ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass auch die Gesellschaft hier mitgenommen wird, die Landwirtschaft mitgenommen wird und man zusammen weiterarbeitet und was entwickelt. Danke, Jan Hillands, für dieses interessante Gespräch. Jetzt kommen wir zu Imko und dem Überfischungsspiel. Ja, wir kommen jetzt wieder zum Überfischungsspiel. Da. Janan, wie läuft es denn gerade so? Ja, es läuft so, dass wir in der dritten Runde, nach der dritten Saison schon die Hälfte des Bestandes hatten. Also nur noch die Hälfte des Bestandes. Jetzt sind wir in der fünften Saison und es wird nicht merklich mehr.
Aber wir können auch beobachten, wie die Boote unterschiedlich fischen. Wir haben den goldenen Fänger, der macht eigentlich echt Probleme, weil der jedes Mal 15% rausnimmt. Also das, was ihm maximal zusteht, das nutzt er auch. Die Oktopoden, die sind ein bisschen gemäßigter. Die gucken, dass sie irgendwie auch ein bisschen Prozent übrig lassen, dass sich der Fischbestand über das normale wieder verbessern kann. Und das Ökoboot, das ist jetzt sehr runtergegangen. Anfangs 15% haben sie rausgenommen und jetzt nehmen sie nur noch 5% raus, um irgendwie den Fischen das Überleben zu ermöglichen. Ja, okay. Ich schätze mal, dass ihr die goldenen Fänger seid. Ihr habt das größte Schiff. Was ist denn eure Taktik dahinter? Also unsere Taktik ist halt einfach so viel wie möglich Geld rausholen, weil ich meine, wir müssen davon ja leben und die Umwelt, die erholt sich wohl. Und was macht ihr jetzt, wenn es keine Fische mehr gibt? Dann haben wir ein Problem. Ja, das würde ich mal sagen. Ja, dann wünsche ich euch noch viel Spaß und viel Glück. Und dann kommen wir wieder zu Ilka. Ja, also wir von der OBS Obleng reden natürlich nicht nur über das Thema Klimawandel, sondern tun auch was dagegen. Deswegen waren wir Schüler am Dienstag, dem 3. Dezember, in unserem Ort Remels Müll sammeln. Das sehen wir jetzt in einem Kurzfilm. Kolleginnen, liebe Schüler und Schülerinnen, ich bedanke mich dafür, dass ihr heute was dazu beitragt, unser Müllproblem ein wenig zu lösen und aktiv etwas für unseren Klimaschutz zu tun. Gleich geht's los, viel Freude! Hallo, ich bin Imke. Wir sind hier gerade von der Schule aus dabei, Müll zu sammeln und wir stehen hier jetzt beim Parkplatz vorm Schützenverein. Wir laufen jetzt hier einmal alle komplett durch Remels und versuchen irgendwie so gut es geht, den ganzen Müll wegzusammeln. Also wir sollten alle Handschuhe mitnehmen, damit wir halt nicht so die ganzen Keime an den Händen haben. Und viele von uns haben halt auch Gummistiefel angezogen. Wir haben eben schon so benutztes Toilettenpapier und so gefunden, was halt nicht so toll ist. Und was findet ihr so anderes, also außer dem Toilettenpapier? Also Säcke von Blumen, Erde und Handschuhe und Yu-Gi-Oh!-Karten, also alles eigentlich. Was hast du schon alles gefunden? Ja, richtig viel Klopapier und Plastiksachen und so weiter, ja. So Mülltüten und sowas. Wie findest du denn diese Aktion im Allgemeinen? Ja, also so richtig gut, also das, was wir so zusammen alle was für die Umwelt so machen. Ja. Was hast du denn bis jetzt schon alles so gefunden? Eine ganze Cola und Mc's Verpackung halt. Also hier am Straßenrand liegt ganz viel von McDonald's, also die Verpackung, die werfen die Leute, glaube ich, alle aus dem Auto wieder raus. Also ich finde das nicht gut, weil wenn man schon zu Hause einen Mülleimer hat, sollte man das da auch wegwerfen. Also ich finde die Müllsammelaktion sehr gut. Dadurch sieht man auch nochmal, wie viel Müll hier tatsächlich liegt. Irgendwo haben wir hier so Bierflaschen gefunden und ziemlich viele kleine Papiere, von Bonbons bis hin zu, keine Ahnung, so richtig Tüten, Haribo-Tüten oder so. Ich finde das auch ziemlich scheiße, dass hier überall so viel Müll rumliegt, weil das sollte ja auch nicht sein. Vor allem, das ist ja auch für uns, das ist unsere Gemeinde, das heißt, wir sollten uns auch drum kümmern. Aber ich finde es auch scheiße, dass Leute, die halt nur hier vorbeifahren, wie Etje schon gesagt hat, einfach irgendwie Müll aus dem Fenster werfen. Wir haben halt hier verschiedene Müllsorten, Arten gefunden. Zum Beispiel auch diese riesengroße Plastiktüte. Und also ich finde das schon ein bisschen erschütternd. Einfach auch ein bisschen traurig, was die Menschen eigentlich alles so da liegen lassen, nur weil sie mal was im Auto haben und dann so aus dem Fenster schmeißen. Das muss eigentlich auch gar nicht sein. Findest du es denn gut, dass wir von der Schule jetzt diese Aktion machen, dass wir den Müll sammeln in Remels? Also ich finde das sehr gut, weil ein bisschen auf die Umwelt achten sollte jeder mal, weil Müll gibt es überall und man kann es ja auch ein bisschen vermeiden, indem man das einsammelt. Würdest du denn jetzt auch, wenn du einfach so durch Remels läufst, auch mal den Müll aufsammeln und dann einfach in den Mülleimer tun? Ich würde es schon machen, weil
dann ist es auch mal sauberer hier und nicht einfach so dreckig. Hallo Frau Janssen-Hake, Sie haben das ganze Projekt mit der Müllsammelaktion ja jetzt auch organisiert. Was genau war jetzt der Hintergrund? Wir sind ja eine Schule, die sich für die Umwelt einsetzen möchte. Das hat angefangen mit den Fridays for Futures. Unsere Schüler sind auf uns zugekommen und wollten eben auch aktiv werden. Und wir haben eine Planungsgruppe, die dann auch gesagt hat, da müssen wir auch mal einen Akzent setzen. Wir planen das jetzt jedes Jahr durchzuführen. Wie war jetzt die Ausbeute von der ganzen Sammelaktion? Also wir sind ja noch dabei zu schauen, aber ich hatte eigentlich mit mehr gerechnet. Ich bin ganz erstaunt, wie sauber doch Remels ist, in Anführungszeichen sauber. Natürlich haben wir einige Sachen gefunden, wo man denkt, wieso schmeißen Leute eine Plane, ein Fahrrad und solche großen Teile weg. Was denken Sie denn, könnte der Hintergrund sein, solche Sachen dann überhaupt wegzuschmeißen? Das finde ich, kann ich fast nicht darauf antworten, weil ich immer denke, wir haben ein gutes Müllsystem in Deutschland. Wir trennen, wir haben die Müllabfuhr, wir können innen leer kostenlos Sperrmüll abgeben und trotzdem schmeißen Leute das weg. Das ist für mich nicht nachvollziehbar, ob das ignorant ist, ob das Faulheit ist. Ich kann es nicht sagen. Ich finde diese Aktion, die ihr heute gemacht habt, richtig, richtig, richtig toll. Und dafür gibt es von mir schon mal einen riesen Applaus. Das war's jetzt mit dem Müllsammeln. Ich weiß nicht, wie viele Kilogramm wir gesammelt haben, aber es ist erstaunlich. Und damit wieder ab in die Sendung von Workshop Zukunft. Ja, das war unser Beitrag zur Müllsammelaktion. Das könnten wir doch auch eigentlich zweimal im Jahr machen. Das werden wir vielleicht mal über das SV-Team ansprechen und mit der Schulleitung abklären. Aber jetzt geht's erstmal weiter mit Imke. Zu dem Thema Landwirtschaft und SDG 15 Landökosysteme schützen haben wir den Bürgermeister der Gemeinde Obleng, Heinz Trauer, nicht eingeladen. Er wird uns jetzt dazu noch etwas erzählen. Ja, ich setze mich hin, wenn Sie Ihre Hände setzen. Okay. Mein Herr Trauernicht, wie behutsam geht die Gemeindeverwaltung mit dem zum Verkauf gestellten Boden um? Ja, okay, ja. Ja, erstmal moin miteinander. Wir leben ja in einer Flächengemeinde. Das heißt, wir sind die größte Gemeinde im Landkreis Leer. Ungefähr 150 Quadratkilometer an Fläche. Wir haben natürlich auch eine sehr ausgeprägte Landwirtschaft hier bei uns noch in der Gemeinde, auch viele bäuerliche Betriebe noch. Und deswegen, glaube ich, gehen wir schon sehr behutsam damit um, zwischen den Spagat, wo wir jetzt auch noch Boden versiegeln wollen. Das heißt dann auch ja neue Baugebiete ausweisen wollen. Da haben wir momentan auch wieder einiges am Start, aber das ist auch immer eine sehr abgewogene Entscheidung, die wir dann auch mit den Kommunalpolitikern auf den Weg bringen. Und ich finde, wir sind dort auf einem guten Weg in der Gemeinde. Aber wenn das jede Gemeinde und jede Stadt genauso machen würde, dann wäre der Landkreis leer betoniert. Das entspricht aber nicht dem SDG 15. Wieso handeln Sie nicht dementsprechend? Ja, auch da kann ich nur sagen, natürlich, wenn das kontinuierlich bis zum Ende so durchgeführt wird, dann kann man sicherlich das Szenario, was du jetzt gerade darstellst, irgendwann erreichen, dass alles zu betoniert ist. Aber ich glaube, das wird nicht passieren, insbesondere nicht für unsere schöne und liebenswerte Gemeinde Obleng. Ich glaube, hier werden wir schon immer die Abgewogenheit dort entsprechend auch hochhalten, dass wir hier diesen Spagat, den ich vorhin auch schon darstellte, sicherlich so auch abwägen werden. Das kann ich euch auch so mit auf den Weg geben. Ich glaube, da wird der Naturschutz bei uns immer einen sehr hohen Stellenwert einnehmen. Das haben wir auch ja seit einigen Jahren mit dem Projekt Obleng blüht auf, was euch auch bekannt ist, auch sehr hoch auf unserer Agenda genommen, damit wir auch diesen Anspruch gerecht werden. Wie enkelfähig stellt sich die Gemeinde hinsichtlich des Klimawandels ein? Nochmal die Frage.
Wie enkelfähig stellt sich die Gemeinde hinsichtlich des Klimawandels ein? Ja, also das ist auch eine gute Frage. Wir sind natürlich irgendwo am Ende der Kette eine kleine Kommune und müssen uns natürlich auch im großen Weltprogramm irgendwo dort mit einfinden. Aber ich hatte ja vorhin auch schon mal gesagt, wir haben mit unserer Aktion Oblengen blüht auf, dass wir jetzt im nächsten Jahr da zum dritten Jahr dann auch entsprechend auf vorantreiben wollen. Dann stehen bei uns zum Beispiel die Wildvögel mal im Vordergrund. Dieses Jahr waren es die Wildbienen. Wir haben auch ja mit unserem Saatgut, was wir entsprechend an den Leuten verteilen, da darf ich vielleicht auch mal sagen, dass für die privaten Haushalte 60.000 Quadratmeter an Saatgut, an Wildblumen tatsächlich auch angesät wurden in diesem Jahr. In der Landwirtschaft waren das sogar 150.000 Quadratmeter, die wir entsprechend dann auch mit Wildblumen dann auch bestücken konnten, sodass wir auch hier, glaube ich, die Sensibilisierung, dass der Naturschutz ein riesen Aspekt in der Zukunft sein wird, auch entsprechend verankert haben in den Köpfen der Menschen, auch mit entsprechenden Informationsveranstaltungen, die im nächsten Jahr auch wieder laufen werden. Ein Naturschutzforum gibt es bei uns in der Gemeinde mittlerweile auch, dass sich hier eigentlich aus Sicht des Bürgermeisters der Gemeinde Oblengen durchaus sagen darf, dass das Thema Umweltschutz bei uns entsprechend auch angekommen ist. Das war ja mal sehr interessant und hilfreich. Vielen Dank an unseren Bürgermeister Heinz Trauernich. Und jetzt kommt auch schon unser letzter musikalischer Auftritt. Bitte begrüßen mit mir Herr Schmidt und Herr von Liem mit dem Keyboard und dem Saxophon. Thank you.
echt gute Leistung. Vielen Dank. Welches Lied habt ihr denn gespielt? Das Stück heißt Don't Worry, Be Happy. Und ist ein bisschen unpassend zu dem Thema, weil man muss sich natürlich schon Sorgen machen bei dem Ganzen. Aber wichtig ist ja auch, dass man wirklich versucht, im Leben trotz der ganzen schwierigen Sachen glücklich zu sein und gute Laune zu haben. Und deswegen haben wir es gespielt. Vielen Dank. Wir fragen nochmal unsere Fischer, ob es denn überhaupt noch Fische im Meer gibt. Erstmal Janan, wie ist das Spiel denn überhaupt jetzt ausgegangen? Ja, wir haben jetzt nach der 6. Saison aufgehört zu fischen und sehen, dass wir noch 338 Tonnen Fisch haben. Das hat sich reduziert bei jeder Runde. Also wenn wir so weitermachen würden, würden wir das Meer oder den Teil, in dem gefischt wird, leer fischen. Was denkst du, wie lange es dauert, wenn Fischer jetzt in Wirklichkeit so weitermachen würden, bis es keine Fische mehr geben würde? Also da habe ich bei Greenpeace von 2019 die Zahl gelesen, dass es im Jahr 2048 so sein wird, dass die Speisefische, die konventionell gejagt werden oder gefischt werden, dass die dann ausgestorben sein werden. Ja. So, das Spiel ist ja jetzt zu Ende. Wie habt ihr denn gefischt und habt ihr viel davon mitgenommen? Also wir haben halt versucht, ein bisschen nachhaltig zu fischen. Und wir haben ja gesehen, dass nach der 3. Runde der Fischbestand ziemlich schnell gesunken ist. Und dadurch haben wir dann immer weniger aus dem Teich genommen. Aber es hat trotzdem nichts gebracht, weil die anderen kontinuierlich weiter die 15% genommen haben. Das Spiel ist ja jetzt auch dazu da, um zu zeigen, wie es in der Realität ist. Was haltet ihr davon, dass es in der Realität jetzt auch wirklich so ist, wie ihr jetzt gespielt habt? Ja, also man sieht ja, dass die sehen halt nur das Geld und gar nicht mehr auf die Umwelt geachtet wird. Ja, okay. Wir kommen jetzt wieder zu Christina. Ilka? Ja, Ilka. Zum Schluss bitten wir noch einmal alle unsere Gäste und unsere Schulleiterin Frau Gerdes Ufgen auf die Bühne. Sollen wir das jetzt wieder zurückstellen? Ja, die haben wir kurz nachher. Stehen bleiben. Ja. Also die Frage zum Schluss ist, wie bekommen wir es denn jetzt hin, gemeinsam die Klimakrise zu bewältigen? Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir unseren Mund benutzen. Den haben wir nämlich alle. Also dass wir miteinander reden und versuchen, gemeinsam Lösungen zu finden, die jeder Einzelne und auch die, die in dem System drinstecken. Also wie zum Beispiel Bürgermeister oder Landwirtschaft. Und also das halte ich für die beste Lösung, dass uns klar ist, in was für einer Situation wir sind und dass wir gemeinsam an Lösungen arbeiten. Ja, ich möchte mal eben voranschicken, dass mein Handy kaputt ist. Ja? Da ist an der Seite so ein bisschen Plastik ab und mein Mann sagt, ich muss ein neues Handy haben. Ja, wenn ich so drüber nachdenke, was wir tun könnten, um den Klimawandel ein wenig positiv zu beeinflussen und im Grunde unsere Welt zu retten, dann möchte ich doch sagen, dass nicht nur die großen globalen Aktionen wichtig sind, wie das, was im Moment das Europäische Parlament durchsetzen will, 2050 den Kontinent klimaneutral zu haben. Das ist ein tolles Ziel. Ich werde es wahrscheinlich nicht mehr erleben, denn dann wäre ich bald über 80 Jahre alt. Aber das ist auch nicht wichtig, denn unsere Generation, die muss einfach wissen, dass das Zeitalter des Konsums, des hemmungslosen Konsums vorbei ist und dass die Zeit der Nachhaltigkeit nun langsam beginnen muss. Und ich finde, dass es ganz wichtig ist, dass nicht solche großen weltweiten Aktionen für uns im Fokus stehen, sondern dass jeder Einzelne bei sich selbst anfängt zu überlegen, was kann ich tun, um meinen ökologischen Fußabdruck möglichst gering zu halten. Und das bedeutet, ich muss nicht immer die neuesten Klamotten haben. Ich muss auch nicht immer die neuesten Geräte haben. Und jetzt komme ich auf das zurück, was ich zu Beginn gesagt habe. Das Handy erfüllt seine Funktion. Ja, auch wenn das so ein bisschen hier kaputt ist, es funktioniert, ich kann damit telefonieren und das ist mein kleines Büro.
Und ich denke, unsere Generation muss auch so funktionieren. Ich möchte nicht mehr How dare you hören und lesen, sondern ich möchte, dass wir uns so verhalten, wie uns das vor Tausenden von Jahren mal aufgegeben worden ist, was auch in unserer Bibel drin steht, nämlich wir sollen unseren Garten hier bebauen und bewahren. Bewahren, das möchte ich betonen. Und ich kriege zu Weihnachten kein neues Handy. Danke. Ja, vieles wurde schon genannt. Ein ganz wichtiger Punkt, denke ich, ist auch, dass man miteinander spricht. Was Naturschutz angeht, die Landwirtschaft ist bereit, hier viel zu machen, hat eben auch die Flächen, ist bereit, hier zu unterstützen, gemeinsam was zu machen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der Konsum wurde gerade angesprochen und ich denke, da gehören die Lebensmittel genauso zu. Das heißt, das Wegschmeißen von Lebensmitteln ist genauso ein Punkt, wo jeder dazu beitragen kann, dass man eben nicht so aufwendig produziert, sondern das noch nimmt, was da ist. Ich denke mal, da kann jeder auch seinen Beitrag zu leisten. Ja, ich glaube, es gibt viel zu tun und das wurde schon angesprochen, die politische Ebene, die Wirtschaft kann etwas tun, indem sie uns Produkte anbietet, langlebige Produkte, die ökologisch sinnvoll sind und nachhaltig hergestellt wurden, und wir selber können viel tun. Und diese Kombination aus Dinge länger nutzen, Dinge reparieren und gleichzeitig mehr Geld auszugeben für manche Dinge, die wirklich eine Wertschätzung erfahren, und da meine ich zum Beispiel landwirtschaftliche Produkte, das muss uns klar sein, dass wir da einfach eine Wertschätzung, auch eine monetäre Wertschätzung geben müssen und nicht das Billigste kaufen und dann aber wollen, dass andere sich verändern oder die Welt irgendwie nachhaltiger funktioniert. Ja, okay, vielen Dank. Ihr könnt euch jetzt wieder hinsetzen. Ja, Imke, das war jetzt ja mal sehr interessant. Was denkst du, was unsere Mitschüler dazu sagen? Weiß ich nicht. Lass doch einfach mal ein paar Leute fragen. Hallo Jennifer, ich habe eine Frage. Also was machst du denn zu Hause, um den Klimawandel entgegenzuwirken? Also wir probieren so wenig wie möglich Plastik zu benutzen und fahren auch mehr mit dem Fahrrad als mit dem Auto, weil das Auto halt mehr Gas produziert und dadurch zerstört das unsere Atmosphäre. Und ja. Dankeschön. Noah, was machst du denn gegen den Klimawandel? Wir achten auch zu Hause sehr auf Plastik. Und wenn man mal so einen Spaziergang macht oder so, sammle ich gerne mal Plastik von der Straße auf oder Müll halt und schmeiße in den nächsten Mülleimer. Das ist ein sehr gutes Beispiel. Ja, Carlotta, was tust du denn schon oder was tust du jetzt nach der Sendung zu Hause? Wir achten sehr darauf, dass wir beim Einkaufen regionale Produkte kaufen und auch Produkte kaufen, die nicht mit viel Plastik verpackt sind, sondern eher weniger. Und auch im Land fahren wir mehr mit dem Zug und mit dem Bus, anstatt mit dem Flugzeug zu fliegen. Hallo Marlin, und was machst du zu Hause gegen den Klimawandel? Ja, also wir verzichten lieber mal beim Einkaufen auf etwas und ja, kaufen dann regional die Produkte beim Bauern. Dann unterstützt man den, ist gut für die Umwelt und schmeckt einfach besser. Ja, und statt Flüssigseife in einer Plastikverpackung kaufen wir auch ein Stück Handseife. Das waren alles sehr gute Antworten und jetzt... Ja, jetzt ist unsere Sendung auch leider schon vorbei. Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen, die mitgeholfen haben zu planen und alles. Bis zum nächsten Mal in der Mensa der Oberschule Obleng, dann wieder mit Werkstatt Zukunft zu den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen. Tschüss!